Die Selbstabtastung der weiblichen Brust kann man an diesem Modell gut erklären. Das wäre jetzt die rechte Brust. Die rechte Brust muss mit der linken Hand untersucht werden. Wichtig ist, dass man bei der Selbstuntersuchung darauf achtet, dass man nach der Regelblutung die Brust selbst abtastet, weil dann das Gewebe ganz weich ist. Die Brust wird im Uhrzeigersinn untersucht. Man fängt bei 12 Uhr an. Hier oben ist 12 Uhr. Hier wäre 3 Uhr, hier 6 Uhr, hier 9 Uhr und untersucht die Brust in kreisenden Bewegungen mit diesen beiden Fingern, mit dem Zeige- und mit dem Mittelfinger. Und zwar ganz oben am Brustansatz beginnen kreisende Bewegungen, erst leicht, dann etwas schwerer, mittlerer Druck ausüben und dann ganz festen Druck ausüben, damit man ganz tief in das Gewebe kommt, um eventuelle Veränderungen der Brust erkennen zu können. Dann wird man versetzen, die Hand oder die Finger, und dann auch hier wieder kreisende Bewegungen ausführen, erst mit leichtem Druck, mit mittlerem Druck und dann mit härterem Druck. Ganz bis auf die Unterlage kommen, auch wenn man sich selbst abtastet, im Liegen ganz tief drücken, keine Angst haben, das tut nicht weh, aber manchmal liegen halt auch Befunde wirklich ganz in der Tiefe. Und so würde man, ich mache das jetzt noch einmal bis zur Brustwarze, quasi mittlerer Druck, dann wieder der ganz feste, tiefe Druck, die Brust abtasten, meanderförmig. Man geht dann quasi, versetzt die Brust so ein bisschen zur 11-Uhr-Seite, zur 1-Uhr-Seite, würde dann hier quasi wieder leichten, mittleren, festen Druck und dann die Finger wieder versetzen, sodass man jeden Bereich quasi wirklich abtastet. Wenn man am Brustansatz angekommen ist, dann wieder die Finger weiter versetzen Richtung 2 Uhr. Und hier wäre jetzt zum Beispiel ein Befund zu tasten. Da muss man jetzt schauen, wie tastet er sich? Ist der hart? Ist das ein weicher Befund? Ist der verschieblich? Alle Befunde, die Sie selbst tasten, müssen abgeklärt werden. Also da sollte man auch nicht warten. Und was auch gut zu wissen ist, dass die meisten bösartigen Befunde der weiblichen Brust entstehen im oberen, äußeren Bereich der Brust. Man teilt die Brust in Quadranten ein. Und das wäre hier in diesem Bereich, wäre das der obere, äußere Quadrant. Und da sind die häufigsten Veränderungen bösartiger Art der weiblichen Brust. Und hier kann man auch in dem Bereich einen kleinen Befund erkennen. Und den kann man jetzt auch gut abtasten. Man muss ein bisschen härteren Druck ausüben und merkt in der Tiefe, da ist ein ganz harter, nicht verschieblicher Befund, der dann auf alle Fälle abzuklären ist.